Guten Abend und Swafnir mir zum Gruße, Negonaki, TJ, Omar, einfach Hetti, schön, dass ihr alle schon da seid. Freut mich, dass wir uns sehen. Negonaki, vielen Dank auch für deinen Kommentar zu meinem Drachenmaat-Trailer auf YouTube. Freut mich, dass dir da die Stimmung gefällt und dass sie mit deinem Leseerlebnis von dem Roman übereinstimmt. Hallo Tedina, schön, dass du auch da bist. Ja, heute habe ich nicht viel vor. Ich würde euch einfach ein bisschen erzählen, was so bei mir passiert ist. Ihr könnt mich gerne auch Dinge fragen, dann wird die Sendung ein bisschen länger, als sie sonst würde, denn ich habe wirklich nicht viel vorbereitet. Das liegt daran, dass ich im Januar und Februar ja noch recht viele Projekte vorhatte, 7 insgesamt. Und davon sind jetzt 6 nahezu abgeschlossen. Das ist natürlich für mich eine schöne Sache. Hat aber natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich kann euch ja mal erzählen, was so los war. Cervanki, schön, dass du da bist. Guten Abend. Also, was haben wir denn da? An der Universität Münster hatte ich ja meinen Lehrauftrag. Das ist eigentlich offiziell schon, oder das der eigentliche Kurs ist schon eine ganze Weile rum, aber es ging noch so um Nacharbeiten, um den dort entstandenen Fantasy-Roman publikationsreif zu machen. Da habe ich also noch am Text gearbeitet und das ist jetzt von meiner Seite aus fertig. Das heißt, ich konnte die fertige Textversion zurück übergeben. Jetzt sind also die Studierenden und die Schülerinnen sind also dabei, das publikationsfertig zu machen. Ich hoffe, dass das alles gut klappt. Eine sehr interessante Arbeit, eine sehr interessante Sache, weil es so ungewöhnlich ist. Also muss ich halt vorstellen, die hatten so einen Kurs, das waren dann vielleicht 50 Leute ungefähr, und die haben also gemeinsam Textfragmente zusammengestellt, die dann am Ende einen Roman ergeben. Es gab ein paar Lücken, dafür war ich dann da. Das war eben jetzt hier meine Abschlussarbeit, die nochmal zu füllen und das insgesamt nochmal alles etwas aufzupolieren. Aber ich habe das in der Absicht gemacht, dass ich das nicht alles überpoliere. Also aufpolieren, aber nicht überpolieren. Das heißt, die Geschichte, die da jetzt rauskommt, liest sich schon erkennbar so, dass da viele Autorinnen und Autoren dran gearbeitet haben. Ich habe also probiert, die jeweils individuellen Stile auch erkennbar zu halten. Mich würde es sehr freuen, wenn das rauskommt, einfach weil es natürlich eine besondere Entstehungsgeschichte hat und ich glaube auch, diese Geschichte ist durchaus lesbar. Eine Fantasy-Geschichte, die passenderweise in Münster spielt. Also drückt uns alle mal die Daumen, dass das funktioniert. Also jetzt noch die letzten Meter nimmt. Dann Perry Rhodan war ein ganz großer Block von dem, was ich jetzt gemacht habe im Januar, Februar. Ich hatte gemeinsam mit Verena Themsen den Roman Hüter der Schönheit, der unter der Nummer 3211 erscheinen wird auf dem Tablett. Dann habe ich alleine die Zufallsschlacht geschrieben. Das ist Perry Rhodan Band 3212. Die kommen übrigens beide nächsten Monat raus. Und ich bin jetzt in den wirklich letzten Zügen, was einen weiteren Perry Rhodan Heftroman angeht. Und da ist noch nicht bekannt gegeben worden, welche Nummer das ist, welcher Titel das ist, deswegen mache ich das hier jetzt auch noch nicht, aber er kommt recht flott danach. Also da muss man nicht lange drauf warten. Und dieser Heftroman
Den habe ich jetzt in der einmal, zweimal, drei dritten Überarbeitung. Bin damit auf der Hälfte mit der dritten Überarbeitung. Die werde ich morgen abschließen und dann werde ich abgeben. Das ist auch der Abgabetermin. Das heißt, da bin ich dann genau passend. Meistens war ich bei Perioden vor dem Termin. Dieses Mal wegen der vielen anderen Dinge, eben hier mit Uni Münster und so weiter, bin ich genau auf den Termin. Ich kann vielleicht schon sagen, bei diesem Perio, also ich erzähle mal ein bisschen, ohne jetzt groß zu verraten, worum es geht, weil ich ja niemandem die Spannung verderben möchte, aber es ist ein Heftroman, der in die Vergangenheit der Serie führt, also in eine fiktive Vergangenheit führt. Und größtenteils Kulturen vorstellt, die uns noch nicht bekannt sind als Perioden-Leser. Das hat den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man das sieht, dass man als Autor viele Freiheiten hat, sich da etwas auszudenken. Und es gibt noch einen weiteren Roman, der damit verbunden ist. Also waren wir da wieder in dem Sinne zu zweit unterwegs, ein Periodenkollege und ich. Kann man sich so vorstellen, dass wir da sehr moderne Kommunikationsmittel nutzen, also Slack, um genau zu sein. Da kann man also ein bisschen chatten und wenn man dann etwas intensiver zusammen sprechen möchte, dann hat man da auch so eine Videochat-Funktion drin. Das kommt da also zum Einsatz. Da sind mittlerweile nahezu alle Autorinnen und Autoren aus dem Stammteam von Perry Roden drauf, sodass da auch ein sehr schneller Austausch möglich ist. Meine Geschichte beschäftigt sich allerdings gar nicht so sehr mit diesen anderen Kulturen. Ich hatte jetzt mal Lust und das Exposé hat da auch durchaus in diese Richtung gezeigt, eine sehr persönliche Geschichte zu schreiben. Ich habe da jetzt nur eine, also ich habe einen Hauptteil und einen Epilog, der das Ganze mit der aktuellen Serienhandlung dann verbindet, der also die Verbindung aufzeigt, warum das alles relevant ist, was wir dort dann gelesen haben. Dieser Hauptteil ist aus einer einzigen Perspektive geschrieben und eine sehr persönliche Geschichte, also ein sehr persönliches Dilemma, sehr persönlicher Antrieb, allerdings mit galaxisweiten Auswirkungen. Das ist also diese Geschichte, die ich jetzt aktuell geschrieben habe und die ich morgen abgeben möchte. Und das war dann das letzte Projekt, das ich auf dem Zettel habe, für das ich mich committed habe, also wo ich zugesagt habe, dass ich da was mache, indem ich eine Rohfassung zu schreiben habe. Also sprich, ich habe jetzt keine Rohfassung mehr auf dem Zettel, es geht jetzt nur noch um Überarbeitungen. Die Überarbeitungen für Perioden Band 3211 und 3212 sind durch, also die sind durchs Lektorat gelaufen, da kommt nichts mehr. Bei der Uni Münster, das ist auch soweit abgenommen, da werde ich aber sicherlich noch begleiten, wenn es jetzt zur Veröffentlichung kommt, wenn da jetzt noch Fragen kommen und so weiter. Der neue Perioden, der muss natürlich noch durch die Redaktion und durchs Lektorat, das ist klar. Dann gab es noch eine, hat auch mit Perioden zu tun, Stellaris Kurzgeschichte, die habe ich mit einer Kollegin gemeinsam geschrieben. Da ging es aber sehr schnell, was natürlich auch an der Kürze des Textes liegt und wie ich hoffe auch daran, dass die Kollegin und ich da recht ordentlich gearbeitet haben. Da hat der Redakteur also recht wenige Anmerkungen gehabt. Der Redakteur in dem Fall ist der Olaf Brill. Und damit ist die da auch durch und diese Kurzgeschichte ist auch fertig, da kommt nichts mehr. Genau. Damit haben wir jetzt fünf Projekte besprochen, drei Perioden-Heftromane, eine Stellaris Kurzgeschichte und die Uni Münster-Sache. Es gibt noch eine weitere Kurzgeschichte, die hat der Abgabetermin Ende Januar, also 31. Januar, für eine Anthologie.
Ich hoffe, dass die da also auch hineinpasst. Ich habe mir das genau angeschaut, was da in der Ausschreibung gefragt war, und habe auch die Längenvorgabe und alles eingehalten. Und ich wurde aufmerksam auf diese Anthologie im August 2022. Und da dachte ich natürlich, da kann ich ja mit Ruhe, kann ich mich da ja anmelden und kann sagen, ich möchte da gerne mich bewerben auf einen Platz in dieser Anthologie mit einer Kurzgeschichte. Denn bis zum Ende Januar ist ja unendlich viel Zeit. Und am Schluss musste das dann alles in einer guten Woche über die Bühne gehen. Naja, meine Geschichte heißt Der Ascheweg. Sie ist nicht autobiografisch, aber sie baut auf autobiografischen Erfahrungen auf. Also sprich, ich war schon mal am Originalschauplatz, wo das also spielt, und konnte deswegen auch so einige Spezifika einbauen. Ich denke, das wird auch alles recht gut wiederzuerkennen sein dann. Ich hoffe natürlich, dass die genommen wird. Ich habe bislang eine Eingangsbestätigung, und jetzt werden also die verschiedenen Einsendungen, nehme ich mal an, geprüft, und es wird halt geschaut, welche Geschichten sollen denn jetzt wirklich in die Anthologie kommen. Und ich hoffe natürlich, dass dann der Ascheweg mit dabei ist. Das war also das sechste Projekt. Da habe ich im Moment auch nichts mehr dran zu tun. Muss das aber natürlich überarbeiten, wenn es genommen wird und dann lektoriert wird. So, das letzte Projekt, das noch offen ist, ist die Filerson-Saga. Und zwar unten rechts König der Meere, der Abschlussband. Da bin ich in der Bringschuld. Der Bernhard hat mir schon vor einer Woche einen größeren Textblock geschickt und wartet darauf, dass ich da also durchschaue und dass also meine Anmerkungen reinschreibe, meine Verbesserungsvorschläge da reinbringe und so etwas. Das ist jetzt halt erstmal liegen geblieben, weil die Perirodengeschichte morgen den Abgabetermin hat. Ist aber als solches erstmal nicht schlimm, weil Bernhard jetzt nicht darauf warten muss, dass ich meine Anmerkung mache, sondern er kann schon weiterschreiben an seinem Prolog und seinem Beorn-Strang und kann, wenn er sagt, da kommt er jetzt nicht weiter und er möchte was anderes daran arbeiten, kann er ja meinen Text, also den Filerson-Strang, der ja schon fertig ist, dann kann er den ja durchschauen und da seinerseits Verbesserungsvorschläge einbringen. Da er immer noch schreibt, bin ich mir auch sicher, dass ich aufholen werde. Also ich denke, ich werde am Samstag diesen Textblock dann durchgeschaut haben, spätestens Sonntag. Und dann bin ich auf Ballhöhe und kann darauf warten, dass dann weitere Texte von ihm kommen oder seine Durchsicht von meinen Bereichen kommt. Sprich, da habe ich dann trotzdem, obwohl das jetzt seit einer Woche rumliegt, ein gutes Gewissen, weil ich mir sicher bin, dass der Endetermin sich deswegen nicht schieben wird. Genau, also, das waren meine sieben Schreibprojekte. Die Filerson-Saga, der letzte Band davon, das da ist jetzt eben noch eine intensive Zusammenarbeit notwendig. Die wird durch den Februar durch mit Sicherheit gehen, möglicherweise in den März hinein. Da bin ich aber nicht der Taktgeber, sondern der Taktgeber ist in dem Fall der Bernhard, der eben jetzt noch neue Texte zu schreiben hat. Und wenn das dann durch ist, plus die kleineren Nacharbeiten an den anderen Sachen, die ich genannt habe, dann habe ich frei. Und ich habe auch schon jetzt, das sehe ich schon kommen, jetzt hier im Februar, viel Freizeit, weil das, was jetzt eben kommt, dadurch, dass eben die Taktung nicht von mir ist, werde ich immer wieder Pausen dazwischen haben, so dass eben trotz der Dinge, die da jetzt kommen, endlich mal wieder Freizeit haben werde. Und da werde ich Dinge lesen, das kann ich euch auch versprechen.
Also das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe ja, bin ja sehr wenig zum Lesen gekommen und das wird sich jetzt ändern. Also da werde ich jetzt loslegen können und dann auch mal wirklich ein paar Bücher, die mich sehr interessieren, mir mal vornehmen können. Und im März werde ich das intensivieren, also da werde ich noch weniger arbeiten und noch mehr lesen, ist zumindest mal mein Plan. Und im April werde ich das noch stärker intensivieren, denn da werde ich in Urlaub fahren, habe ich mir vorgenommen. Ich habe mir auch extra vorgenommen, nicht im März in Urlaub zu fahren, weil da gibt es ja noch Nacharbeiten an Filiason möglicherweise. Und ich kann dann den März ganz in Ruhe benutzen, um mich auf den Urlaub vorzubereiten. Ich kann also mal schauen, ob meine Badehose noch passt und ob ich eine neue brauche, kann dann mich ganz in Ruhe darauf einstellen. Und dann werde ich nämlich im April so 2 bis 3 Wochen richtig Urlaub machen, habe ich mir vorgenommen. Und wenn das dann rum ist, dann komme ich Ende April wieder und habe die Erwartungshaltung, dass meine Batterien dann wieder voll aufgeladen sind und kann dann wieder richtig loslegen, also Ende April, Anfang Mai. So ist mein Plan. Negonaki, kannst du spoilerfrei sagen, ob es knifflige Dinge gibt, die bei einem Abschlussband einer so langen Reihe anstehen, die man vorausgesehen oder auch nicht vorausgesehen hat? Es gibt mehrere. Ich überlege gerade, womit ich anfangen kann. Das kann ich ja alles spoilerfrei sagen. Also das Offensichtliche ist, man möchte die Dinge ja zu einem guten Abschluss bringen. Dadurch, dass es offensichtlich ist, ist es auch schon nicht mehr so schwierig, obwohl es grundsätzlich eine komplexe Aufgabe ist. Wir haben ja sehr viele Dinge angerissen, sehr viele Handlungsstränge begonnen und so weiter. Insofern ist es erstmal viel, was man da bedenken muss, aber das hat man im Blick. Das hat man von Anfang an im Blick, dass man weiß, jede Tür, die ich aufmache, muss ich am Schluss auch wieder zumachen oder sie gezielt auflassen. Es gibt so, ich denke, ich glaube, man muss natürlich die Hauptfragen beantworten, die man aufgerissen hat. Also hier ganz simpel, wer wird König der Meere? Das muss natürlich beantwortet werden. Ein paar andere Sachen auch. Also da gibt es mehrere von einem ähnlichen Kaliber. Es gibt aber andere, wo man sagen kann, das Schicksal dieser oder jener Figur kann vielleicht offen bleiben, damit eben jeder das für sich überlegen kann, das auch ein bisschen weiterträumen kann, die Geschichte, und dann seine eigene Geschichte darauf aufsetzen kann. Also das hat man im Griff und das äußert sich konkret darin, dass man erstens eine Notizdatei hat, wo da alles drinsteht, was man sich noch vornehmen möchte. Und zweitens, und da hat vielleicht Bernhard und mir auch die Erfahrung geholfen, die wir schon vorher mit dem Schreiben hatten, weiß man ja, dass man nicht ständig immer nur neue Sachen anfangen darf, weil man sonst am Schluss gar keine Chance mehr hat, diesen ganzen Wust an Handlungsfäden vernünftig abzuschließen. Das wird euch aufgefallen sein, falls ihr die Filiason-Saga lest, dass immer mal wieder zwischendurch auch schon auch größere Handlungsstränge abgeschlossen werden, zu einem Ende geführt werden. Sei es, weil Figuren aus der Handlung auf die eine oder andere Art und Weise ausscheiden oder weil andere Fragen geklärt werden. Nachdem ich dann nun meinen Schreibteil an dem Filias von 12 abgeschlossen habe, habe ich einen großen Optimismus, dass uns das alles gut gelingen wird. Also, ich habe ja auch den Björnstrang etwas im Blick. Ich weiß, was da noch passieren müsste. Und ich glaube, die Aufgabe ist beherrschbar. Und bei Filiason war sie auch beherrschbar. Das ist das. Was noch so speziell ist, ist, das war so bei Bernhard ein größeres Thema als bei mir.
Der hat halt gesagt, ich weiß nicht, ob er sich da jetzt komplett von verabschiedet hat, aber er hat sehr damit geliebäugelt, zu sagen, wir machen es ähnlich wie beim Herrn der Ringe. Nachdem die eigentliche Geschichte zu Ende ist, bieten wir noch viele Epiloge, die das Schicksal der verschiedenen Figuren darstellen. Also Beispiel beim Herrn der Ringe, Frodo verabschiedet sich und fährt mit den letzten Elfen zu den grauen Antfurten. Er hat mit der eigentlichen Geschichte nichts mehr zu tun, aber man erzählt der Leserschaft nochmal, was mit diesen Figuren da passiert. Das sind so Grundsatzentscheidungen. Möchte man so eine Art von Abschluss vom letzten Band oder nicht? Und ich habe den Eindruck, wir schwingen uns ein auf oder auch nicht. Erstens mag ich persönlich es nicht so sehr, das ist aber nicht der ausschlaggebende Grund, denn Bernhard könnte es ja schreiben und ich würde mich da natürlich auch nicht verweigern. Ja? Also wenn er das machen wollen würde, gerne. Der wichtigere Grund für mich ist, dass ja die Phileas-Fogg-Saga Teil ist von Das Schwarze Auge, also einer Shared World, wo viele Leute dran arbeiten. Und das Problem damit jetzt viele Epiloge zu schreiben, die das Schicksal der Figuren auserzählen oder in groben Zügen erzählen, ist ja, dass man damit Festlegungen trifft. In einer Shared World wäre ja aber auch durchaus denkbar, dass es andere Autorinnen und Autoren gibt, die sagen, wir fanden jetzt die Lektüre recht inspirierend und wir könnten uns vorstellen, die Geschichte von, ich sage jetzt mal, irgendeine Figur, Chaya, weiterzuerzählen. Entweder in Romanform oder weil sie dann in Abenteuern auftaucht, die man eben spielen kann in dem Rollenspiel. Wenn wir aber einfach mal mit 3, 4, 5 Sätzen oder Absätzen oder Seiten, also relativ kurz mal vorskizziert haben, die ist jetzt das dritte Mal verheiratet, hat 5 Kinder und ist nach Olport gezogen, also jetzt alles rein fiktiv, ja, und hat nebenbei noch einen Drachen erschlagen, aber dabei ein Bein verloren. Ja, also wenn wir das jetzt einfach mal so aufzählen, dann legen wir das ja alles fest. Und vielleicht hat ja jemand eine super Idee, nicht in 5 Seiten irgendwas zu erzählen über Shaya Lifgunstottir, sondern in einem Roman von 500 Seiten. Und auch wenn wir das nicht tun werden, also Bernhard und ich, ist ja wegen dieses Shared World Ansatzes durchaus möglich, dass andere Leute das tun. Und der Gedanke gefällt mir zumindest recht gut. Deswegen würde ich das ungern verbauen. Also das wäre jetzt hier, um auf Nigonakis Frage zu kommen, das wäre ein weiterer Punkt. Wie möchte man abschließen? Klarer Cut, wenn die eigentliche Geschichte zu Ende ist und dann vielleicht noch ein kurzer Epilog, wo irgendwas erzählt wird, aber kurz, oder lang und viele Epiloge machen. Ja, das ist eine Besonderheit bei diesem Mann. Eine andere Sache, die jetzt mit der Geschichte an sich nichts zu tun hat, macht man eine Danksagung oder nicht? Grundsätzlich absolut angebracht. Also viele Leute haben uns geholfen, dieses Projekt so umzusetzen, wie es jetzt Wirklichkeit geworden ist. In den anderen Bänden hatten wir es nicht drin, aber das hat ja auch eine gewisse Logik, dass man sagt, nee, wir machen zum Ende eine Danksagung, eine längere, wo alle aufgeführt werden, die da mitgemacht haben. Das ist auch schon das Risiko. Es sind halt viele Leute und es ist ein Projekt, das läuft. 2016 ist der erste Band erschienen, 2014 sind wir aber angefangen mit der Arbeit daran. Also läuft es in dem Sinne seit 2014. Das heißt, Ende 2023 im September erscheint ja jetzt der letzte Band, also 9 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwen vergessen, der oder die es aber echt verdient hätte, in dieser Danksagung genannt zu werden, ist hoch. Und das wäre natürlich sehr unangenehm. Also, zumal da ja viele Leute genannt werden würden, also nicht nur so 5, sondern mehr so 50. Und wenn dann jemand das wirklich verdient hätte,
das durchschaut und sagt, Mensch, 50 Leute sind da genannt und ich nicht. War das denn jetzt nichts wert, dass ich hier die und die Grafik beigesteuert habe oder was weiß ich was gemacht habe, um zum Erfolg beizutragen von der Serie? Das wäre schon schade. So, da sind wir noch am Diskutieren. Also da sind wir uns auch beide jeweils für uns selbst nicht so, haben wir noch so keine feste Meinung dazu. Also das ist auch ein Spezialfall. Dyspagynos. Muss man in einem echten Abschlussband die Hauptfragen vor allem beantworten, weil es ja keinen weiteren Zyklus gibt, auf den die Expokraten trösten könnten. Ja, Dyspagynos, Problem erkannt. Wobei auch das aufgrund dieser Thematik mit der, also erstens generell eine Geschichte ist ja nur dann so richtig, richtig, richtig komplett zu Ende, wenn das Ende den Weltuntergang beschreibt. Solange das nicht der Fall ist, kann ja auch jeder Autor immer sagen, ich schreibe noch mal eine Geschichte in meiner Welt, ja, und führe das irgendwie weiter. Erstens. Zweitens, dieses gerade angesprochene Prinzip der Shared World eröffnet natürlich die Möglichkeit, dass andere Leute Handlungsfäden aufgreifen, was oft genannt wird von den Kennern des Rollenspiels, ist die Möglichkeit, die Simyala-Kampagne in ähnlicher Weise umzusetzen wie die Phileas-Saga. Die Simyala-Kampagne ist wesentlich kürzer, greift aber Motive auf. Also ist in gewisser Weise wäre das, wenn man so nach in der Dyspagynos-Notation bleiben möchte, wäre das ein neuer Zyklus. Und ja, also das wäre dann möglich. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir schon die Phileas-Saga abschließen wollen. Also dass wir da wirklich sagen wollen, da sind die wesentlichen Fragen jetzt geklärt, da ist nichts Wesentliches offen. Das kann man sich jetzt gut ins Regal stellen und kann dann noch mal die Lieblingsgeschichten ab und zu nachlesen. Aber da, das ist vollständig. Das ist, glaube ich, der passendste Begriff dafür. Es ist eine vollständige Geschichte, wenn wir damit fertig sind. Das ist schon der Anspruch und das kriegen wir auch hin. Da bin ich mir sicher. Negonaki, ich könnte mir vorstellen, dass Epiloge für die Phileas-Saga insgesamt viel Platz einnehmen würden. Vielleicht würde auch die Gefahr eines in die Länge ziehens bestehen. Ja. Es gab sogar sehr flüchtig die Überlegung, einen Epilog-Sonderband hinterherzuschieben. Aber der käme dann auch nicht von uns, also nicht von Bernhard und von mir. Das ist in einem dieser Streams, in dem Bernhard, glaube ich, auch mit dabei, ja, da war Bernhard auch mit dabei. Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema des Streams war. Aber da hat einer der Zuschauer gesagt, das ist so ein bisschen wie, du kommst nach Hause und suchst dann noch 2 Stunden Parkplatz, bis du dann dein Auto abgestellt hast. Die Gefahr besteht auch durchaus, ja. Gönjana, Serenay, hallo Serenay, ich habe einen Kommentar auf YouTube von Negonaki bekommen, aus dem ich schließe, dass euer Buddy Read zu Drachenbad zu Ende ist. Stimmt das? Also ich hoffe, ihr hattet dann Freude an dem Buch, falls das so sein sollte. Die Dinder, was ist schon ein Weltuntergang? Es gibt Milliarden Welten, das stimmt. Aber nur in einer Welt gibt es ja diese Protagonisten und diese Geschichte, die dann fortgeführt werden könnte. Dyspagynos, Idee. Wir haben vielen zu danken, aber nennen wollen wir hier nur die in den letzten 10 Jahren Verstorbenen. Tja. Das ist auch mal eine nette Idee, ja. Aber ich glaube, auch dazu wird es nicht kommen. Ja, aber ich will auch nicht sagen, dass es keine Danksagung geben wird. Also das ist, wie gesagt, das ist noch sehr offen. Wir haben eine Danksagung mal gehabt an einem Band. Ich glaube, es war Hexengötter möglicherweise. Leider tatsächlich aus dem traurigen Anlass, dass ein Fan von uns verstorben ist. Das war jemand, der die Serie sehr gemocht hat. Und da ging es dann
recht rapide und absehbar dem Ende entgegen. Dann haben wir eben das Manuskript oder die Umbruchfahne, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war sogar die Umbruchfahne für das Buch zukommen lassen, weil absehbar war, dass er die Drucklegung nicht mehr erleben würde. Naja, aber ich glaube, das ist dann noch eine sehr gerechtfertigte Ausnahme. Negonaki und Serenay hatten Spaß am Drachenmal. Ich sollte das vielleicht einfach nochmal zeigen hier. Wo habe ich das denn? Müsste da drauf sein. Nee. Da. Oben in der Mitte, Drachenmaa. Das ist also das Buch, das Negonaki und Serenay sich angeschaut haben. Auch in der Edition Kollektion Corvus zu erstehen. Also ich kann hier mal wieder hier meine Chat-Kommandos hier einbringen. Schwupp. Wenn ihr das gerne signiert haben möchtet, dann bekommt ihr es in meinem Shop auf meiner Webseite. Ist ein abgeschlossener Band, also eine abgeschlossene Geschichte. Und sicherlich eines der freundlicheren Bücher von mir. Hattet ihr auch den Eindruck, Negonaki Serenay? Also ich glaube, das ist eins von denen, die auch zart beseitetere Leserinnen und Leser gut vertragen können, glaube ich. Ja, übrigens inspiriert von, obwohl es eine ganz andere Geschichte ist, Frostfeuer von Kai Meier. Weil mich bei Frostfeuer das Ende noch ziemlich beschäftigt hat. Und also das war ein Frostfeuer ist eins von den Büchern, wo ich für mich überlegt habe, wie könnte denn das Ende noch mal anders sein? Wie könnte das denn anders funktionieren? Ich schaue mal eben, ob ich das noch mal zeigen kann. Den Autor, den Kai Meier, den konnte man jetzt kürzlich wieder live auf vielen Veranstaltungen erleben, weil er auf dieser Meister der Fantastik-Tour mitgetourt hat, gemeinsam mit dem Bernhard Hennen und mit dem Markus Heitz. Frostfeuer ist auch ein Einzelband. Der Kai Meier hat ja oft so ein bisschen märchenhafte Stoffe. Hier spielt zum Beispiel die Schneekönigin mit. Das Ganze spielt in Sankt Petersburg. Und ich habe dem Buch einen Fernsehauftritt zu verdanken. Ich war nämlich Laudator, als Kai Meier den Corine-Buchpreis gewonnen hat für dieses Werk. Und da gab es eine Fernsehgala im Prinzregententheater in München. Das war eine sehr schöne Sache. Und das spielt alles in so einem Nobelhotel in Sankt Petersburg. Und es gibt da einen Mädchenjungen namens Maus, obwohl dieses Buch ja schon recht alt ist, ich glaube von 2004. Heute haben wir ja viel mit Gender-Thematik in Büchern zu tun, also dass da viel, das oft aufgebracht wird. Das hat der Kai schon deutlich früher gehabt in Frostfeuer. Und ja, ist eine ganz interessante Geschichte, so ein bisschen auch mit der Historie, den Nihilisten in Russland verwebt und so. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es in diesem Nobelhotel einen interessanten Job gibt, den des Eintänzers, also ein Mann, der die Damen, bevor denn ihr Tanzpartner dann kommt, schon mal warm tanzt. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, das fand ich so ganz nett, aber letztlich, das Ende von Frostfeuer hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht und war auch wesentlich eine Inspiration dann für Drachen. Na. So.
Habe endlich Feind zu Ende gelesen, sagt Chevanki. Hat mir dann doch gefallen. Dark Fantasy ist aber wohl doch nicht so meins. Also da sind wir wieder hier bei den Büchern. Also die Steigerung, was Dark Fantasy angeht, ist Schattenkult. Das ist mein finsterstes Buch. Das ist dann möglicherweise auch nicht so die Richtung, aber Drachenmark könnte möglicherweise dann was für dich sein, Chevanki. Nigunaki, ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass du gern Geschichten über Umbrüche schreibst. Ja, Umbrüche beinhalten immer Konflikte und Gefahren und solche Sachen. Also das ist immer gut für Spannungen. Ne? Gab so eine Szene in Drachenmar, die sich bildlich in unsere Köpfe gebrannt hat, die recht heftig war, aber ansonsten war es sehr zu genießen. Ja. Serenae war nicht wirklich brutal oder zu blutig. Hingegen kenne ich aber Frostfeuer als Vergleich nicht. Ja, Frostfeuer ist eine ganz nette Geschichte, wurde, glaube ich, auch als Jugendbuch vermarktet. Serenae empfiehlt Grauwacht, sehen wir hier auch drauf, und Sternenbrücke, das kennt Cervantes aber schon. Dorosusi kam mit Schattenkult sehr gut zurecht. Ich habe ja öfter schon mal erzählt, ich hatte beim Lesen Albträume. Apropos Schattenkult und Lesen. Ich habe einen sehr netten Leserbrief bekommen. Hier. Hallo Robert, handgeschrieben. Von dem Mark. Also herzlichen Dank dem Mark dafür. Und ich hatte doch da eine interessante Stelle drin, die jetzt hier auch, genau. Also er hat Schattenkult gelesen. Allerdings hat Mark eine Freundin zu Besuch gehabt, der er von den Schattenherren-Büchern erzählt hat. Und die ist also der Meinung, das sei hier wahrscheinlich zu gruselig. Aber na gut, ich meine, er muss natürlich im Sinne seiner Freundin beraten, das ist ganz klar. Und dann muss er ihr natürlich auch Auskunft geben, ob das was für sie sein könnte oder nicht. Und er hat ihr offenbar davon erzählt, aber das war dann doch zu gruselig. Und er hat sich aber in Schattenkult hineinbegeben. Da. Und schreibt da unter anderem: Am Abend hatte ich keine Lust, den Fernseher einzuschalten, sondern wollte weiterlesen, um zu wissen, wie es weitergeht. So, und das glaube ich, da muss man sich auch wirklich bewusst sein, wenn wir ein Fantasy-Buch schreiben und veröffentlichen. Dann konkurrieren wir nicht nur mit anderen Fantasy-Büchern. Wir konkurrieren auch nicht nur mit anderen Büchern. Wir konkurrieren mit jeder denkbaren Freizeitgestaltung. Ja. Also, das ist auch etwas, was der Klaus Frick von Perry Roden uns immer einschärft. Der sagt auch immer: Freunde, passt auf, wieso sollten die Leute eine Heftromanserie lesen und nicht eine Serie streamen? Also unsere Konkurrenz bei Perry Roden, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, unsere Konkurrenz ist nicht unbedingt eine andere Heftromanserie, sondern im Zweifel eine Streaming-Serie. Wie können wir die Leute überzeugen, dass es mehr Spaß macht, Perry Roden zu lesen, als sich vor den Fernseher zu hauen und die nächste Streaming-Folge anzugucken? Und das schreibt ja der Marc hier auch. Bei ihm war die Abwägung, in dem Fall jetzt, lese ich Schattenkult weiter oder schaue ich da Fernsehen? Und er hat sich in diesem Fall jetzt für Schattenkult, entschieden. Und das muss auch so sein. Also wir müssen besser sein als eine Multimillionen-Dollar-Fernsehproduktion oder Kinoproduktion. Und wenn wir das nicht sind, dann können wir es vergessen. Ne? Denn das Hauptsächliche, worum wir werben und was wir eigentlich brauchen, ist gar nicht das Geld von der Leserschaft. Das ist, wir haben ein sehr niedrigpreisiges Produkt mit einem Buch.
sondern die Zeit. Also ist es den Leuten die Zeit wert, mit unseren Geschichten, mit unseren Büchern den Abend zu verbringen oder das Wochenende zu verbringen, statt irgendwas anderes zu machen. Also das muss einem klar sein. Und da ist eben die Konkurrenz zum Beispiel das Kino oder die Streaming-Serie oder wie auch immer. Man muss den Kampf natürlich nicht immer gewinnen. Ne? Also es ist ja, man kann ja, ich gucke ja auch ab und zu mal, wie ihr wisst, gucke ich gerade Miami Vice mit großem Vergnügen. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich nichts mehr lese, aber ab und zu müssen wir diesen Kampf gewinnen. Ab und zu müssen wir vorne liegen, dass die Leute sagen, jawohl, das ist es. Und wir haben jetzt hier den Perioden oder Grauwacht oder Schattenkult und das finden wir eben interessant und das lesen wir jetzt fertig. So. Vespaginus weiß, dass sich Knecht völlig anders, aber super liest. Das freut mich. Negonaki empfiehlt das Imago-Projekt. Na ja, auch. Also jetzt haben wir ja fast alle meine Einblendeseiten gleich durch. Also das sind meine Science-Fiction-Bücher. Sternenbrücke hatte hier Serenay empfohlen, aber Cervanki kennt es ja schon. Das Imago-Projekt empfehle ich ganz stark, weil es mein bestes Buch ist, meiner Meinung nach. Fan-Linker, Doppelempfehlung. Negonaki, das ist eine Sache, die ich mit den Trainern in meinem Fitnessstudio immer wieder zu verklickern versuche, wenn sie mich, wenn auch nur ernsthaft interessiert und nicht zwingend vorwurfsvoll, wieder fragen, warum ich 2 Wochen nicht da war. Tja, der Job ist sehr zeitintensiv. Ich habe viele Hobbys und Interessen und Sport liegt da nicht gerade an erster Stelle. Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Absolut richtig. Also ich glaube tatsächlich, diese Zeitkonkurrenz ist viel entscheidender als die Geldkonkurrenz. Bei mir funktioniert das mit der Fitness, hier mein Fitnessbike, deswegen, weil das bei mir im Arbeitszimmer steht. Ich hatte ja, bevor dieses Bike da war, das übrigens tatsächlich immer noch seit, also, 1,5 Jahren oder 2 Jahren jetzt, glaube ich, sogar schon täglich benutze. Also bevor ich das hatte, habe ich ja öfter mal mit so einer Bodenmatte hier rumgeturnt. Das war für mich ein Unterschied, ob diese Matte hier am Schreibtisch stand oder ob ich die aus irgendeinem Grund in mein Zimmer, mein Schlafzimmer geräumt hatte. Dann habe ich die seltener benutzt. Also das muss für mich, muss das anklagend in Sichtweite sein, ja. So. Cervanki geht ins Bett, gute Nacht. Serenay findet Sternenbrück hat das Imago-Projekt abgelöst als bestes Buch nach ihrer Meinung. Das ist dein Leseempfinden. Gerne. Also wenn du sagst, das ist so, in Ordnung. Also ich habe ja auch dein Video mir angeschaut, wo du das besprochen hast. Und habe ja dabei festgestellt, dass du eine Menge rausgezogen hast aus dem Buch und dann war es für dich das richtige Buch zur richtigen Zeit und das ist natürlich toll. Also klasse Sache. Der Marc, der hatte mir ja aus der Schweiz geschrieben, also er wohnt in der Schweiz und ich kann verkünden, seit heute kann ich verkünden, ich werde demnächst in der Schweiz sein, nämlich auf der Fantasy Basel im Mai. In Basel, in der Schweiz, auf der Swiss Comic Con, wird es nämlich im Jahre 2023 eine große Perry Rhodan Präsenz geben. Wir werden da einen Stand aufziehen. Perry Rhodan war letztes Jahr schon da mit dem Dominik Beiler und dem Marc A. Herren und unserer Marketingchefin, der Janina Zimmer. Und das hat den Leuten offenbar gut gefallen. Und jetzt sind wir wieder da. Und jetzt sind wir da mit wieder Janina Zimmer, wieder Marc A. Herren. Und dann kommt der Andrzej Zakrzewski, also der Titelbezeichner. Die Marie Eriksson, die ja jetzt kürzlich eine Stellaris-Geschichte veröffentlicht hat. Und ich. Also, das ist zumindest im Moment so das Setup. Ich denke mal,
dass das dabei bleibt. Vielleicht kommt aber noch jemand zusätzlich. Aber wir sind da schon mal angemeldet. Uns kann man auch schon sehen auf der Webseite von der Fantasy Basel. Und es freut mich, dass ich da dann auch mal in der Schweiz sein kann. Also ich war ja schon mal in Österreich beim Austriacon. Ich war auch schon mal in der Schweiz, aber eben nicht als Schriftsteller und kann da jetzt mal vorbeikommen. Also das haben wir jetzt festgemacht. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Überhaupt gibt es wieder ein paar neue Termine. Könnt ihr gerne mal schauen bei mir auf der Webseite. Was ich euch noch gerne zeigen möchte, für die European Science Fiction Society, gibt es ja auch verschiedene Aktivitäten. Unter anderem gibt es die Awards. Und da gibt es die Achievement Awards, wo so einzelne Werke ausgezeichnet werden. Und es gibt die Hall of Fame Awards, wo also Personen oder Institutionen oder Magazine oder sowas ausgezeichnet werden. Und es hat mich immer betrübt, dass da von Deutschland noch nicht mal Nominierungen kamen. Das fand ich immer schade. Und es nützt ja nicht so viel, wenn man Sachen einfach nur schade findet. Also habe ich da dann auch gesagt, gut, dann muss ich da eben selbst mal ran und habe das selbst ein bisschen organisiert, dass wir jetzt aus Deutschland auch Nominierungen bringen. Und da gab es jetzt eine Abstimmungsrunde. Und der Michael, die ist jetzt zu Ende. Also da habe ich jetzt am 8., also gestern Vormittag, habe ich die Auswertung gefahren. Man konnte abstimmen in so einem Forum. Und das ist jetzt erfolgt. Das heißt, wir wissen, wen wir nominieren. Das muss ich noch in so ein Online-Formular eintragen. Mache ich, wenn ich am Samstag dann Zeit habe. Aber ich kann euch schon mal zeigen, wer es denn geworden ist. Denn der Michael Schmidt, der war ganz fix, der hat auf seinem Blog, hat der Ernstfall Michael Schmidt heißt dieser Blog, da hat er also unsere Nominierungen mal grafisch aufbereitet. Deswegen kann ich die euch da am besten zeigen. Und zwar als bestes Fanzine, das heißt ein Magazin, das keine Honorare bezahlt, ein Fanmagazin. Da gibt es die Time Machine in der Ausgabe über künstliche Intelligenz. Das ist schon ein bisschen älter, man darf nämlich immer 2 Jahre zurück nominieren. Und diese Ausgabe über künstliche Intelligenz habe ich auch gelesen, kenne ich auch. Die ist wirklich sehr, sehr fundiert. Also wo nämlich erstmal klargestellt wird, dass das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, meistens nur Massendatenverarbeitung ist, die sehr schnell erfolgt. Das ist aber ja noch in unserem Sinne eigentlich keine Intelligenz, im Science-Fiction-Sinne keine Intelligenz. Und dann eben das beleuchtet und auch anguckt, wie sieht's denn aus mit verschiedenen Science-Fiction-Werken, was tauchen denn da für künstliche Intelligenzen auf, was sind da die Modelle, werde ich übrigens auch ab und zu mal zitiert. Also das freut mich natürlich auch, aber am Rande. Also geht jetzt nicht um mich in diesem Heftchen da. Diese Time Machine ist übrigens etwas, das kann man sich selbst besorgen, wenn man sich für eine spezielle Ausgabe interessiert, beim Wordak Verlag. Oder wenn man Mitglied ist beim Science Fiction Club Deutschland, dann bekommt man das immer mit dabei, sozusagen. Ist also so eine, einmal im Jahr kommt das meistens, ist dann so was, was man da nochmal extra bekommt. Dann der beste Podcast, das ist, da werden wir nominieren, Rezensionsnerdista. In Verbindung mit ihrem Podcast, also das Rezensionsnerdista an sich ist erstmal eine textliche Seite und dann Literaturnat ist dann ein Podcast. Ja, also den werden wir da nominieren. Dann, ihr kennt ja den Timo Kümmel. Der Timo Kümmel ist dabei mit dem Titelbild zu Fantastisch 81. Dieses Titelbild haben wir uns ausgesucht, um es zu nominieren als Best Work of
Art, also bestes Science-Fiction-Kunstwerk. Also freut mich natürlich einerseits für den Timo, dass das geklappt hat, dass er da nominiert wird. Aber ich finde auch, dass wir da eine starke Nominierung haben, also dass wir da auch wirklich was auffahren können, wo wir sagen können, das ist wirklich ein schönes Kunstwerk. Best Written Work of Fiction, schicken wir ins Rennen die Kurzgeschichte Utopie 27 von der Aikimira. Wir haben diese Anthologie, am Anfang war das Bild auch mal besprochen. Ich glaube, mit der Melanie Wilutzki, als die mal hier bei mir zu Gast war. Aikimira hat nicht nur diese Geschichte da drin, sondern sie hat das auch herausgegeben. Aikimira wird uns übrigens noch zweimal begegnen bei den Nominierungen. Dramatic Presentation und Best Work for Children haben wir keine Nominierung gefunden. Und jetzt diese Hall of Fames. Da sagen wir, Thomas Thiemaier ist also ein herausragender Künstler, der oft und gut viele Werke macht. Er hat auch einen Exodus-Band mal gestaltet. Das ist auch sein Fanzine, das immer Grafik und Geschichte kombiniert und dann bei der Grafik einen Künstler in den Mittelpunkt stellt. Und das war in Ausgabe 44 der Thomas Thiemaier. Hier haben wir nochmal Aikimira. Die haben wir auch als Best Author, also bester Autor, nominiert. Was Besonderes ist, schon, also erstmal ist überhaupt was Besonderes, als bester Autor, Best Author nominiert zu werden. Und dann ist es eben auch so, dass Aiki noch nicht so lange in Erscheinung getreten ist in der Science Fiction. Weswegen wir sie gleich auch nochmal sehen werden. Dann, ihr kennt das Future Fiction Magazine, da war ich ja in der ersten Ausgabe vertreten. Das als Magazin, also jetzt nicht die einzelne Ausgabe, sondern als Projekt, Gesamtprojekt sozusagen, wird auch nominiert, als bestes Magazin eben. Best Promoter, also größter Förderer der Science Fiction, da schicken wir den Udo Klotz ins Rennen. Das ist auch der, unter anderem ist er der Treuhänder des Kurd-Laßwitz-Preises. Er ist aber auch jemand, der Conventions organisiert, viele Conventions besucht und der auch das Fanzine Time Machine macht, das wir gerade schon gesehen haben. Best Publisher Hirnkost, da haben wir ja die Melanie Wilutzki mal hier im Stream gehabt. Die machen eben viele Anthologien, die machen dieses Science-Fiction-Jahr, die machen eine Serie mit historischen Science-Fiction-Büchern, also dass man auch mal schaut, was sind denn so die Klassiker, dass wir die mal wieder verfügbar machen. Deswegen haben wir gesagt, die sollen es werden. Bernhard Kempen, kennt ihr auch, war ja auch schon mal hier bei mir im Stream als bester Übersetzer, Best Translator nominiert. Und am Schluss nochmal den Chrysalis Award. Auch wieder Aikimira. Chrysalis ist was Besonderes, eine besondere Kategorie, ist weder Hall of Fame noch ein Achievement Award. Das ist sozusagen für den besten Newcomer in dem oder beste Newcomerin in dem jeweiligen Land. Und da gibt es auch keine Konkurrenz unter den Nominierungen. Das heißt, alle Nominierungen bekommen auch diesen Chrysalis Award. Also pro Land kann es einen Chrysalis Award jedes Jahr geben. Das heißt, da sind wir schon mal sicher, dass wir da auch was nach Hause holen. Das hat Aikimira für uns schon mal geschafft. Das ist schon mal klasse. Ja. Also ich freue mich jedenfalls, dass wir da so eine vielfältige Science-Fiction-Szene haben, dass wir da also so viele Sachen ins Rennen schicken können, dass so viele schöne Sachen passiert sind in den vergangenen 2 Jahren. Das ist der Zeitraum, von dem man spricht, wenn man da jetzt nominiert. Was mir natürlich fehlt, ist Perry Rhodan. Warum ist da nirgendwo Perry Rhodan dabei? Verstehe ich nicht. Ja, also das ist ja, da konnte wirklich jeder mitmachen. Wird auch nächstes Jahr wieder so sein. Man muss sich nur in so einem Forum registrieren. Ich zeige euch das mal oder packe euch mal den Link da rein. Unermüdlich, wie ich bin. Dann könnt ihr euch nämlich, wenn ihr mögt, direktamente da registrieren in diesem Forum.
Und erstens interessante Beiträge da lesen zur Science Fiction und zweitens dann in der nächsten Runde, für nächstes Jahr, dann auch was nominieren, was euch gut gefällt. Ja. Und wir hatten zwar jetzt schon eine größere Beteiligung als im Jahr vorher, aber das kann noch viel, viel mehr werden. Da bin ich also sicher, dass da noch eine Menge drin ist. So. Trotzdem, dessen ungeschmälert, auch an dieser Stelle nochmal mein Glückwunsch zur Nominierung an die Leute und Produkte und Vereine und Verlage und so weiter, die da jetzt also das Rennen gemacht haben. Und ich werde das jetzt also am Wochenende auch offiziell eintragen in das Nominierungsformular bei der European Science Fiction Society, dass da also nichts anbrennt und wir da dann auch auf dem Stimmzettel stehen mit unseren Nominierungen.